Jeder Topf findet einen Deckel. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt. Und heute haben wir endlich Dagi bei uns. Das haben sich ja so viele von euch gewünscht. Und es geht auch um ein sehr schönes Thema, und zwar die große Liebe. Du bist ja jetzt wie lange schon verlobt? Ich bin jetzt, boah, das hast du mir jetzt vorgestellt. Ich glaube, das drei war, Monate. Ja, so drei Monate circa. Wow, crazy. Und du bist ja auch erst 21, beziehungsweise bald auch 22. Ich finde das so krass, dich so jung schon zu verloben, aber ich glaube, dann hast du vielleicht schon den richtigen gefunden. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass es so schnell geht und so früh ist, aber es passiert halt, wenn es passiert, ne? An was für einem Punkt hast du gemerkt, ja, das ist es? Boah, da gab es ganz viele. Also er ist unfassbar charmant und das war schon so, okay, krass, sowas habe ich noch nie erlebt bei einem Mann. Und Gentleman. Ja, zum Beispiel, wir waren letztes Jahr in Venedig und er hat einfach ein Boot gemietet mit Sekt und Erdbeeren und durch die Nacht gefahren. Das war so, oh mein Gott, sowas gibt's wirklich. Und sowas kennt man gar nicht mehr. Das ist irgendwie so ein bisschen ausgestorben. Einfach so ein bisschen Gedanken auch so aufwenden und auch so Dinge sich so überlegen und was Besonderes zu machen. Was Gutes tun wollen. So. Ja. Und das heißt, heiratest du dann auch schon nächstes Jahr oder seid ihr jetzt erstmal verlobt oder weißt du noch nicht? Ja, also es war halt wirklich sehr überraschend für mich. Ich hätte sowas nicht erwartet und wir hätten eigentlich hier schon anfangen sollen zu planen. Also bei den Polen ist das immer so. Im ein Jahr vorher planen. Das muss ja ganz groß und fett und deshalb haben wir gesagt, okay, dieses Jahr erstmal nicht, weil ich auch viel zu tun habe. Er hat mega viel zu tun und wir haben gesagt, nächstes Jahr fangen wir an zu planen. Und auf jeden Fall ist uns sicher und klar, dass alles in weiß sein soll. Also nicht nur ich in weiß, alle in weiß. Ja, genau. Außer mein Hund. Wie wäre eure Traumhochzeit? Ja, wie gesagt, alles in weiß und wir wollen halt am Strand heiraten. Halt so richtig schön und ganz viele Rosen und die ganze Familie. Also auch so familiärer Freundeskreis. Nur die engsten, genau. Also das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr heiraten? Ist das so eine Sache, so ein Goal irgendwie? Zum Beispiel, für mich ist es gar nicht so ein Goal zu heiraten oder so. Ich denke auch immer so, oh Gott, das ist bestimmt voll der Stress, voll der Aufwand und keine Ahnung. Also seid ihr Team Hochzeit oder Team keine Hochzeit? Das würde ich auch mal von dir mal gerne wissen. Also ich bin schon Team Hochzeit, aber ich würde mich jetzt nicht so stressen. Ja. Ich finde halt nur, wenn ich so denke, so ich möchte bald Kinder, dann würde ich schon auf jeden Fall sagen heiraten, weil dann finde ich, irgendwie gehört das so dazu. Ja. Ansonsten finde ich es halt, ist es halt wirklich eher so, schön für alle anderen, aber mir ist nicht so wichtig. Ah, okay, also habt ihr doch so eine ähnliche Einstellung und ich bin aber auch so Traumhochzeit. Also das finde ich, cool, dass wir so unterschiedliche Ansichten haben und dann können wir die Zuschauer noch mal ein bisschen animieren, noch ihre Meinung zu schreiben. Was wäre bei euch so ein No-Go bei dem Partner? Unehrlichkeit finde ich echt ein No-Go, weil Ehrlichkeit ist das A und O. Also ja, man muss sich vertrauen können. Ja. Total. Ich finde auch so, Ehrlichkeit ist auf jeden Fall so eine Grundbasis, weil ich möchte mich auch nicht so stressen, wenn ich dann jedes Mal nachdenken muss, sagt ihr mir jetzt die Wahrheit? Und auf jeden Fall, man muss sich zum Lachen bringen können. Ja, definitiv. Humor ist ganz, ganz wichtig. Ja. War das zum Beispiel bei dir auch so Liebe auf den ersten Blick, dass du ihn so gesehen hast nach das ja, schon ganz toll. Also, es ist ja schon eine etwas kompliziertere Geschichte, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ja eigentlich einen anderen Freund. Aber das war irgendwie, keine Ahnung, man hat schon gemerkt, so, es ist nicht, läuft nicht mehr so gut. Wir haben beide so gemerkt, so, okay, nee. Aber es war nicht so, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Also, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns super verstanden. Und ich habe erst, nachdem Schluss mit meinem anderen Freund war, dann ein bisschen mehr darauf geachtet, so, okay, das ist eigentlich schon ganz süß. Das ist ja ganz lieb. Und er war halt mega charmant die ganze Zeit und lieb und nett. Und wir haben uns so gut verstanden und wir hatten den gleichen Humor, hatten den gleichen Musikgeschmack. Und dadurch kam das erst. Das ist so krass. Also durch so eine Gemeinsamkeit irgendwie. Hast du irgendwelche Tipps, um eine große Liebe aufrechtzuerhalten? Ja, auf jeden Fall viel unternehmen, finde ich. Also ich finde Reisen
sowieso das Beste. Stimmt. Ja, genau. Zusammen und dann zusammen erleben und zusammen die Eindrücke sammeln, das finde ich richtig toll. Manche können ja noch nicht irgendwie reisen mit 14 oder so, aber man kann ja auch einfach so Sachen wie Fahrradtour machen oder Picknick oder so. Total. Einfach den anderen mit sowas Kleinem überraschen, was jetzt gar nicht so viel Aufwand ist. Mhm. Ja. Ihr könnt ja auch mal gern in die Kommentare schreiben, ob ihr schon eure große Liebe gefunden habt oder ob ihr noch sucht. Und ansonsten können wir, glaube ich, auch sagen, stresst euch nicht zu sehr, weil meistens kommt man dann, kommt's dann, wenn man nicht damit rechnet. Genau. Und dann sollte man auch nicht so sich so stressen, weil wir sind ja alle irgendwie noch jung. Oder auch das dann nicht auf irgendwelche Eigenschaften von einem schieben, weil jeder Topf findet einen Deckel. Jetzt haben wir wieder bei den Hast du noch irgendwelche konkreten Tipps, woran man vielleicht merken könnte, dass er, sie die große Liebe ist? Ich denke mal, das liegt auch, also man merkt es halt irgendwie, wenn es halt einfach klappt. Also wenn irgendwie der Humor stimmt und wenn man darüber lachen kann oder wenn man so die gleichen Hobbys hat und sie halt einfach gut versteht und es halt einfach funkt. Und wir haben ja auch mega viele junge Zuschauer. Was kannst du denen so raten? Also gerade, wie man so die Beziehung aufrechterhalten kann? Also auf jeden Fall nicht direkt verzweifeln, wenn es zum Beispiel zum ersten Streit kommt oder so, weil ich finde, Streit gehört zur Beziehung, sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, also wenn alles so perfekt und rosig wäre, dann wäre ja irgendwann so, oh, okay, so langsam, so kann man irgendwie Action passieren. Auch wenn es irgendwie so ein kleiner Streit ist, das peppt das irgendwie alles irgendwie auf. Das hört sich komisch an, aber es ist halt einfach. Und ich glaube, das zeigt ja auch, dass man was oder dass einem was an dem anderen liegt, ne? Wenn man vielleicht auch darüber nochmal diskutieren möchte und das wirklich besprechen und klären will und nicht nur sagt, ja, passt schon. So. Genau. Also ich finde, dass Streit immer halt so mega negativ behaftet ist. Dabei ist ja eigentlich auch ein Streit schon, wenn man einfach unterschiedliche Ansichten hat. Und ich finde es auch voll wichtig, dass man dann darüber redet und dann irgendwie, wie du schon meinst, eine Lösung findet. Mhm. Und es ist ja auch mal okay, unterschiedliche Meinungen zu haben. Hauptsache, man, wie gesagt, schaut sich nicht so auf. Man denkt sich so, oh, warum kann ich es nicht ansprechen? Das ist halt schlimm. Ja. Und was ich, glaube ich, auch wichtig finde, wenn man so vielleicht auch schon seine große Liebe gefunden hat, dass man sich ja regelmäßig einfach zeigt, dass man noch was füreinander empfindet. Habt ihr da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man so mit so ganz kleinen Aufmerksamkeiten jemanden überraschen kann? So jemanden mit seinem Lieblingsgericht überraschen? Ja. So wenn, also manchmal ist es auch so, du hast dann so richtig anstrengenden Tag und kommst dann nach Hause und wenn das Lieblingsgericht, auch wenn es was ganz Simples ist, auf dem Tisch steht, man muss nichts mehr kochen, gar nichts und dann ein paar Kerzen an, ich glaube, das reicht schon. Auf jeden Fall. Mega süß, ja. Aber auch einfach so eine Rose vielleicht schenken. Ja. Das ist auch so richtig süß, also er holt mich auch manchmal mit einem Strauß Rosen vom Flughafen ab, so wenn ich einen Tag weg war, das ist so, oh, Baby. Richtig süß. Ja, das ist auch mega schön. Oder so ein Liebesbrief, also es ist so ein bisschen oldschool, aber oder schon alleine, wenn, sagen wir, du würdest dann ins Bad gehen und da wäre so ein kleiner Zettel irgendwie, wo nur steht, ich liebe dich oder so. Ja, das ist mega süß. So einfache Sachen, stimmt, das reicht schon. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr schon die große Liebe gefunden habt. Genau, und wenn ihr auch nochmal über das Thema Liebeskummer mehr erfahren möchtet, es gibt dazu auch nochmal ein Video mit der lieben Nihan zusammen. Das Video findet ihr in der Infobox. Und um keine weiteren Folgen ungeschminkt zu verpassen, vergesst auf gar keinen Fall, unseren Kanal zu abonnieren. Und wir haben auch Snapchat bbjankare.de auf jeden Fall folgen. Danke, dass du hier warst. Sehr und natürlich gerne. Hübsche Hochzeit. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao.